Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Banished. Ja, wir sind wieder mitten im Spiel und weiter geht's natürlich. Wir haben unsere Ernte im letzten Part ja schon ganz gut eingeholt. Hier unser Lager ist auch schon mal fertig, sehr gut, da liegen schon ein paar Loks. Das ist dann später mal, wenn wir hier alles abernten. Und was machen wir noch Schönes? Wir haben 9 Leute noch übrig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nahrungstechnisch versuchen, da noch ein bisschen was zu bauen. Und zwar würde ich ganz gern eine Baumfarm bauen. So, und da schauen wir einfach mal, was wir aktuell am Baumfarm haben. Nicht, 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 nicht. So, okay. Wie groß können wir die bauen? 15. Bauen wir hier eine Baumfarm hin? 15 mal 15. Maximale Größe. Könnten wir eigentlich machen, oder? Moment, dann bauen wir die einmal so. 15 mal 15, maximale Größe. Und diese Farm hier. So, remove mal einmal und bauen da. Moment. Die auch etwas größer. So. So, dass der Weg noch hinpasst. 11 mal 15, genau. Okay. So, die Baumfarm ist jetzt schon... Ja, genau, die sind jetzt schon alle fertig. Wege wollen wir natürlich noch bauen. Zack, zack, zack. So, bauen wir hier einfach die Wege rein. Da wurde übrigens auch gefragt, ob die Wege denn irgendeinen Sinn haben. Natürlich haben die einen Sinn. Wenn die Arbeiter auf den Wegen laufen, dann bewegen die sich einfach schneller fort. Und das ist der ganze Sinn der Sache. Natürlich laufen die auch teilweise ein bisschen querfeld ein, aber wie gesagt, also theoretisch, wenn sie auf den Wegen laufen, dann bewegen die sich auf jeden Fall schneller fort. So, okay. Was haben wir? Blam? Das sind Blam, Blam, Blam. Blam waren die Pfirsiche, genau, waren die Pfirsiche. So, und da können wir 3 Leute auf die Baumfarm schicken. So, okay, dann haben wir zumindest schon mal Pfirsiche. So, die Bäume müssen leider erst wachsen, das dauert ein Stückchen. Und was wir aber auf jeden Fall noch bauen wollten, ist hier einen Tunnel. So, 128 Steine, genau, hier bauen wir einmal einen Tunnel durch. So, das heißt, wir brauchen 4 Arbeiter. So, zack. Und bauen dann hier einen schönen Weg dran direkt mal. So, müssen wir mal gucken, ob wir den Weg 3 breit machen, ob wir den nur 1 breit machen. Und dann werden wir hier nach drüben gehen und hier werden wir die Forester und so weiter und so fort. Das werden wir alles dann hier drüben quasi stationieren. So, und jetzt machen wir erstmal wieder auf 5. Schauen mal, wie sich die Nahrung dieses Jahr verhält. Denn was ich auch noch so gern, was ich gerne noch so schnell wie möglich bauen würde, diese Town Hall. Aber da brauchen wir auch nochmal 124 Steine und 48 Eisen, 62 Holz. Das hätten wir alles. Die Steine, das wird ein bisschen schwierig werden. Weil hier gehen erstmal eine ganze Menge Steine jetzt drauf. Aber ihr seht, die kann schon ordentlich ran. So, schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, schauen wir einfach mal. So, hier die Gebäude sind auf jeden Fall erstmal maximal bestückt. Das ist das Schöne. Early Winter. Also, gleich wird es kalt. So, okay. Die haben wir auf 150 gesetzt. Das ist sehr gut. Oh, und wir müssen ein neues Lager bauen. Da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Ein neues Lager. Ich überlege gerade, bauen wir das vielleicht hier hin? Das Lager könnte man eigentlich hier dran setzen. So. Oder wir setzen es so hin. Das würde auch gehen. So, das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann bauen wir gleich hier noch Wege. Ja. Zack und zack, hier noch einen Weg. Und dann können die das hier zumindest schon mal einlagern. Da haben von dem Feld haben sie es auf jeden Fall schon mal nicht so weit. So. Schauen wir einfach mal. Wir haben nämlich Winter. 2400 Nahrung. Und gucken wir mal, wie es vorangeht. So, hier ist erstmal alles da, was wir brauchen. Jetzt müssen nur noch die Arbeiter ran ans Geschehen. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Dann müssen wir hier noch eine Brücke bauen. Wir könnten hier drüben noch einen Fischer bauen, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen für Abwechslung sorgen, was die ganze Nahrungsangelegenheit betrifft. So, wie ich im letzten Part schon gesagt hatte, kann man natürlich Gebäude kombinieren miteinander. Und zwar kann man
hier diese Haunting Cabine, dann diesen Gatherer. Die kann man alles mit dieser Forester Lodge kombinieren. Also das ist echt optimal, die drei Gebäude zusammen. Dieser Herbalist, der sollte immer einzeln stehen. Das ist auch ganz wichtig, weil der produziert einfach weniger, wenn der keinen jungen Wald hat. So, ich weiß, böse Zungen behaupten, das wäre nicht so, aber da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Meines Erachtens ist das definitiv so, weil es ist, steht nun mal fest, der produziert eben weniger. So, das kann ich euch statistisch natürlich auch noch zeigen. Okay, wir haben jetzt erstmal nur noch 4 Arbeiter, die wir benötigen, und dann werden wir mal schauen. So, wir sind über den Winter gekommen und haben noch 2000 Nahrung am Start. Und wir haben Early Spring. Das heißt, hier die setzen wir einmal auf Bean, Work, 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 Work. So, okay, hier können wir erstmal runternehmen. Hier, den können wir auch wieder runternehmen. Hier, der ist unten, so, okay, dann hier. Erstmal die Leute auf die Felder schicken, das ist ganz wichtig. So, das ist ganz wichtig. Okay, hier sind jetzt 2, hier sind 2, hier sind 2, hier sind 2. Und ich möchte mal ein was ausprobieren, und zwar, ihr seht, 620 Nahrung haben die jetzt produziert. Die 700, die 580, okay. Das liegt wahrscheinlich auch daran, oder das liegt nicht nur wahrscheinlich daran, das liegt exakt daran. Warum haben wir hier keine Statistik? Okay. Das liegt eben daran, ob die studiert sind, die guten, oder ob die eben nicht studiert sind. So, okay. Hier können wir noch den Weg bauen. Bilder brauchen wir die 4 Stück erstmal nicht mehr. So, haben wir noch 4 Leute über. Hunter, das und das. So, und dann haben wir erstmal wieder alle im Einsatz. Und hier geht es weiter voran. So, nahrungstechnisch sollten wir jetzt echt gut versorgt sein. Erstmal auch mit dieser Baumfarm zusätzlich noch. Und natürlich muss man dazu sagen, na, hier wird schon Fisch eingelagert. Das heißt, der Fischer hat es auch nicht mehr so weit. Muss man noch dazu sagen, dass dieses hier, diese Helferanzeige, die ist auch ein bisschen davon abhängig, was ihr für unterschiedliche Nahrung baut. Also umso mehr unterschiedliche Nahrung ihr eben anbaut, umso besser wird dieses Helf. Und ja, wie gesagt, so ist das einfach. So, wir haben jetzt schon 38 Bewohner, wir haben noch 12 Students, wir haben noch 7 Kinder. Das heißt, wir müssten auch bald wieder Häuser bauen. So, aber wir verlegen, wie gesagt, die Produktion dann hier rüber. Das haben wir auf jeden Fall schon mal alles vorbereitet. So. Okay. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel auch noch einen Gatherer hinbauen und eine Haunting Cabine. Hier könnten wir auch noch einen Gatherer hinbauen. Das werden wir auch alles noch tun, bevor wir dann quasi hier unsere Stadt in diesem Feld vergrößern. Wir müssen nochmal schauen, wo bauen wir den Herbalist hin? Wo bauen wir den Herbalist hin? Hier könnte man eventuell, oder hier könnte man den Herbalist hinbauen. In dieser Region noch. Aber Herbs haben wir auf jeden Fall erstmal reichlich. Also da kommt ihr mit einem wirklich lange, lange hin. Sehr, sehr weit. So, jetzt haben wir schon 39. Das heißt, wir können schon wieder etwas bauen. Und was werden wir jetzt bauen? So, seht ihr, wir haben Spätsommer. Das sieht echt ganz gut aus. Okay, 700 haben die eingeholt. Und jetzt bei... Ja, nee, Spätfrühling, entschuldigt. Spätfrühling haben wir. So, okay. Und wir werden im Sommer... Drücken wir dann einfach auf Ernte. Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Okay. Was wir aber noch brauchen, ist... Wir brauchen... Moment, was brauchen wir denn noch? Was wollte ich denn noch bauen? Ach so, diese Town Hall. Genau, diese Town Hall hier. Moment, wo ist er denn? Da ist er. Genau. Die wollte ich auch so zeitnah wie möglich bauen. Das lege ich euch auch ans Herz, dass ihr die so zeitnah wie möglich baut. Weil ganz einfach aus dem Grund, da seht ihr ganz, ganz viele Statistiken. Das werde ich euch dann natürlich alles noch zeigen. So, aber als allererstes müssen die jetzt hier erstmal abernten. Early Sommer, okay, okay. Ja, hier, guck mal, 96%. Das heißt, hier wird gleich schon wieder geerntet. So. Also diese Feldgröße, ich denke mal, so 10x15 werden wir unsere Felder anlegen. So im Allgemeinen dann, die werde ich alle nochmal ein bisschen abreißen. So, die ernten jetzt quasi schon. Die sind auch bald dran. Und ihr seht, das geht schon bedeutend schneller, schon allein, weil die eben nicht mehr so weite Wege haben. So, 95%. Wir haben Sommer. Okay, ich denke mal,
So, hier haben wir jetzt auch noch zwei Leute drauf übrigens, anstatt drei wie letztes Jahr. Ihr seht, das reicht voll aus. So. Sieht's hier aus. Harvest können wir nicht klicken, da wird schon geharvestet. Hier kommen Harvest und Harvest. Brauchen wir gar nicht lang rumeiern. So, jetzt wird erstmal das ganze Mamfi, das ganze Fressi-Fressi eingeholt. So, okay. Und hier haben wir 71% der Lagerkapazität schon erreicht. So, 42 Einwohner, also es geht gut voran. Jetzt, ja, wie gesagt, ich hatte es euch ja schon gesagt, das geht dann ratzi-fatzi. So, und wir bauen jetzt als allererstes, Moment, wir bauen als allererstes mal noch ein paar Steine und ein bisschen Eisen ab. So, erstmal Eisen. Haben wir hier noch ein bisschen was liegen, haben wir hier noch ein bisschen was liegen. Und wir haben hier das Eisen noch alles, das können wir alles noch abbauen. Das können die Buden mal einfahren. So, das Feld ist fertig. Da können wir die Arbeiter erstmal wieder wegschicken. So, sehr schön. Da haben wir schon mal 6 Leute über, die jetzt hier Steine abholen können. Nicht Steine, Eisen. Okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist auch gleich fertig. Und ihr seht, unsere Nahrung geht auf jeden Fall gut nach oben. So, die schalten wir auch erstmal wieder aus. Denn wir brauchen die Arbeiter, dass jetzt so schnell wie möglich dieses Eisen hier reinholen. So, 3000 Nahrung. 72%. 21%. Also das verteilt sich jetzt auch schön. Zack. So, okay. Jetzt muss nur noch das eingeholt werden. Frühherbst. Das sollte kein Problem sein. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. 792. Also das Feld bringt schon richtig gut was. So, 588, die haben ungefähr wieder das gleiche. Hier haben sie auch wieder 700. Und hier 828 diese Saison. Also das ist natürlich bombastisch. So, okay, können wir auch wieder einstellen. Und dann hier, so. Die können jetzt erstmal das ganze Eisen hier wegholen. Das kann natürlich alles hier eingelagert werden, ohne Frage. So. Holz sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Alles schick. Und dann würde ich sagen, lassen wir gleich mal noch ein bisschen Steiner bauen. Wo haben wir noch Stein? Hier haben wir noch Stein. Also es ist wirklich, es gibt ja auch diesen Steinbruch und die Mine. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, Steinbruch und Mine so spät wie möglich eigentlich zu bauen. Weil ihr habt so viel Rohstoffe hier in der Umgebung. Die müsst ihr natürlich nicht verschwenden. Die kann man erstmal alle einsammeln. Man kann das Holz, wo man die ganzen Häuser jetzt hier hinbauen möchte, wo ihr eure Stadt errichten wollt, das könnt ihr alles einsammeln. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, den können wir auf jeden Fall mal auf 150 hochnehmen, dass wir da immer gut gedeckelt haben alles. Moment hier, 150. So, zack, wunderbar. Da arbeitet er auch erstmal weiter. Hier haben wir 150 schon eingestellt. Dem fehlt es nur noch ein bisschen an Leder. Das ist das Problem. Aber wir haben schon 113 warme Kleidung. Das ist wirklich reichlich. Und wir haben jetzt 4000 Nahrung. Das ist wirklich gut. Haben wir uns echt toll ins Plus gerettet. Muss man einfach mal so sagen. So, Steine werden auch wieder eingeholt. Sehr schön. 15 Arbeiter haben wir zurzeit frei. Das heißt, wir werden jetzt unsere Town Hall bauen. Und zwar werden wir die Town Hall. Wo werden wir die hinbauen? Ich habe so das dumme Gefühl, dass ich die hier hinbauen werde. Genau, hier bauen wir die hin. Warum ging das jetzt nicht? Doch, ging. So, super. 48 Eisen, 124 Steine, 62 Holz. Haben wir alles zur Genüge. So, sehr schön. Okay, so. Und dann können wir uns mal endlich ein paar Statistiken angucken. So, jetzt kommen natürlich nicht mehr so viele Kinder nach, weil wir bräuchten wieder Häuser. Aber ich glaube, wir können bald auch wieder Häuser bauen. Das sollte nicht das Problem sein. Die Herbst nehme ich jetzt mal auf 400 hoch. Immer so eine leichte kontinuierliche Steigerung drin haben. Das ist, denke ich, mal wichtig. Dann können wir hier auch mal 2 Herbalists wieder anstellen. Die Leute haben wir einfach zurzeit übrig. Weil ganz einfach aus dem Grund, ihr bekommt immer mehr Einwohner, die verbrauchen natürlich auch mehr Medizin, und dass er da einfach keinen Engpass bekommt und dass hier dieses Health auch immer schön gerade läuft, ne, brauchen wir eben diese Herbalist. Wir können beim nächsten Mal ein bisschen Pumpkin anpflanzen, dass hier quasi ein bisschen Abwechslung reinkommt, dass die hier dieses halbe Herz wieder dazu kommt. So, und jetzt wird erstmal die Town Hall hier errichtet. Genau, da wird schon fleißig dran gebaut und die ist gleich fertig. So, wenn wir das errichtet haben, bauen wir dann erstmal hier eine Brücke.
Und zwar genau hier drüber. Hier können wir noch einen Weg bauen. So, dass das alles passt. Und dann werden wir hier drüben erstmal das Feld ein bisschen beräumen. So, wie sieht es jetzt eigentlich hier aus? Die arbeiten super. Dann werden wir nämlich den hier schon mal abreißen und nach drüben legen. Aber erst wenn drüben der steht natürlich. Hier den Platz werden wir erstmal noch nicht so weiter großartig brauchen. Denn wir werden auch hier irgendwo noch Felder, die Herbs, die müssen wir dann auch ein bisschen umverlegen. Das nützt alles nichts. So, Town Hall wird gebaut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, okay. Wie viel Herbs produziert er jetzt eigentlich? Na gut, da können wir jetzt von der Statistik können wir nicht ausgehen, weil der hat natürlich jetzt war am Limit gewesen. Aber ihr seht es, also da rutscht so viel nach. Selbst der Herbalist kann gut kombiniert werden mit diesem Moment. Mit diesen Gators hat, also mit diesem Bärensammler und mit diesem Jäger, weil die tun sich gegenseitig definitiv auch nichts. Und ja, da kann man eben die Gebäude sehr, sehr schön kombinieren miteinander. So, okay. Town Hall. Oh, jetzt war die Stimme kurz weg. Town Hall ist fertig. Und da seht ihr auch mal, wir haben Homes 15, Families 33, Sitzen 59, Adults 46. Und das ist ziemlich gut. Wir haben Educated 70%, Closed 100%, also bekleidet, gebildet 70%, 5 Kinder, 8 Studenten und so weiter und so fort. Seht ihr hier die richtig schöne Statistik und die ganz wichtig ist hier diese Production. Die ist wirklich wichtig. Da sehen wir zum Beispiel hier bei Foot. Wir haben 7500, ne Moment, wir haben hier 7700 produziert, 5800 haben wir gebraucht. Und wenn wir jetzt mal Grafik anschauen, können wir jetzt zum Beispiel hier, Moment, Grafik, Population, Foot. Da seht ihr, hier ist ein ganz deutlicher Anstieg drin, also das ist wirklich sehr, sehr gut. So soll das auch sein. Okay, wir können ja mal jetzt nicht hier auf ein Jahr, sondern einfach mal auf 5 Jahre gehen. Oder, ja, auf 5 Jahre. Ihr seht hier, die Studenten, die haben auch rapide zugenommen. Und hier sehen wir den schönen Anstieg drin. So muss das laufen. So, Stone, das ist alles noch Firewood. Das ist alles noch uninteressant. Population, die geht auch kontinuierlich nach oben. So, dann haben wir noch hier Nomaden. Da kündigen sich quasi Nomaden an. Die können wir dann annehmen oder nicht. Das können wir dann selber entscheiden. Und das sind diese Fruchtsorten, diese Seeds, die wir jetzt schon haben. Da haben wir hier den Überblick drüber. Das ist auch ganz nice. So, da sehen wir nämlich richtig schön, was es hier alles noch gibt für die ganze Vielfalt. Die könnt ihr natürlich, neue Seeds bekommt ihr, indem ihr quasi hier eine Trading Post baut. Das werden wir auch relativ zeitnah machen, um ganz einfach Tiere ranzukriegen, weil ich glaube, davon haben wir gar nichts. So, eine Trading Post. Die können wir eigentlich gleich als nächstes errichten. Und die könnten wir hier unten wunderschön auf diese Ecke setzen. So. Okay, bauen wir die einmal hier hin. Können wir auch mit dem Weg dann verbinden. So. Moment, wo fängt die an? Hier fängt die an. So, einmal hier rüber. Hier an dem Weg dran. Achso, hier haben wir ja den blöden Berg. So, die Brücke ist auch fertig. Wunderbar. Wir haben zurzeit 16 Leute und wir haben Early Spring. Moment, ich muss mal die Zeit hier ein bisschen runternehmen. Work. Work. Das ging ziemlich schnell das letzte Mal. Da machen wir jetzt mal Pumpkins drauf. Und hier machen wir auch mal Pumpkins drauf und lassen die mal arbeiten. So, und dann haben wir hier schon 11 Stück. Haben wir immer noch 3 übrig. Wunderbar, läuft wie am Schnürchen. Okay, wir haben noch gut Stein, wir haben noch gut Iron. Das passt alles. Hier, das Holz könnten wir auch noch alles weghauen. Das wäre eigentlich gar kein Problem. So, wie sieht es mit der Lagerkapazität aus? Das sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Aber wir lassen erstmal hier diese Trading Post errichten. Und dann können wir uns um hier unten kümmern. Dann können wir hier dieses ganze Zeug alles abbauen. So, dann bauen wir hier einmal gleich mal so ein Lager hin. Moment, wie weit geht das hier? Okay, hier wird's nix. So, hier kommt der Weg hin. Hier kommt das Lager hin. Wo ist das Problem jetzt? Wieso ging das jetzt nicht? Achso, das darf nur maximal 10x10 sein. Ja, ist natürlich klar, ne? So. Okay, dann bauen wir das hier hin. Ist ein bisschen verschenkter Platz dabei. 10x10, diesen Stockpile.
Bauen wir einmal hier hin. Drauf gewurstet. So, okay. Und dann sollten wir mal schauen. Ja gut, wenn wir einen Steinbruch haben, den haben wir natürlich aktuell noch nicht. Und boah, was ist denn das Problem, Leute? Bau doch mal die Road hier hin. So. Okay, 4 Arbeiter, das passt alles. Wunderbar. So, und wir haben immer noch 3500 Nahrung. Ohoho, es ist zu schön, es ist zu schön. So, die machen die Felder auch gerade wieder alle ready to fly. Und dann können wir hier mal wieder vorspulen. So. Und ihr seht jetzt, die Children kommen keine nach. Das heißt, wir brauchen definitiv Wohnhäuser. Und ich würde gerne hier einen Marktplatz errichten, der passt gut rein. Und dann hier alles mit Wohnhäusern zupflastern. Überall Wohnhäuser, Wohnhäuser, Wohnhäuser. Hier haben wir noch ein bisschen Platz für ein paar Felder. Und hier können wir auch noch ein Feld hinbauen. Das passt eigentlich ganz gut. So, okay, Production. Also wir haben gerade mal 6000 Nahrung verbraucht. Das ist quasi vor einem Jahr die Statistik. Und 7600 produziert. Und hier haben wir bis jetzt Use 1200 und 1000 produziert. Das geht natürlich noch hoch, wenn die Felder dann bepflanzt sind und geerntet werden. Und ihr seht wirklich, diese Pumpkins, die brauchen einfach länger. Deswegen nehme ich hier mal die Leute ein bisschen hoch. So, da sind die alle in Arbeit. So, Trading Post, die wird auch schon errichtet. Ah, hier fehlt noch Stone. Oh, wir haben keinen Stone. Nicht euer Ernst. Wieso haben wir keinen Stone? War Stone und Iron jetzt so knapp hinten raus? Nee. Fehlen ja nur noch 6. Aber 30, ja gut, das geht auch genau auf. Okay, Loks haben wir schon da. Bäume müssen noch removed werden. Ach nee, haben sie schon 15 von 15 weg. Und ihr seht, hier wachsen die Bäume so langsam. Wenn die groß sind, dann können wir hier Pfirsiche ernten. So, und hier wird schon gleich wieder geerntet, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und hier, die müssen sich echt mal ein bisschen beeilen. Also ihr seht, diese Kürbisse, die brauchen dann eben bedeutend länger, ne? Ist einfach mal so. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Part erstmal an dieser Stelle. Das war es erstmal gewesen. Bei Banished. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bewertet das Video positiv, wenn ihr, ja, wenn es euch eben gefallen hat. Und für alle, die neu sind, abonniert einfach meinen Kanal. So, und jetzt haben wir hier noch einen schönen Stockpile. Ein schönes Lager. So, und hier geht es auch schon los. Hier wird schon gebaut. Sehr schön. Gut, das war's erstmal. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, meine Bros. Tschüss.